So, da bin ich wieder. Nächster Versuch. Ich muss mal ganz kurz mal den Typen anschauen, der mich zerstört hat. Den. Nächster Versuch, ja. Warte mal ganz kurz. Ja, nächster Versuch. Hey, fuck. In 8 von 466, wie geil. Bin bereit. Wanka. Magic Forest oder oben um Berge? Oh, Berge, ja. Berge, alles klar. Also auf der Zweier-Dreier-Linie, ne? Sagen wir Hügel. Okay. Meine, wir können auch in die Stadt ein bisschen reinfahren. Da fühle ich mich recht unwohl. Ja, wie du bist. Halt da oben wahrscheinlich Weil das du von oben, Schlimmste. von, du kannst in der Stadt von links und rechts beschossen werden. Absolut richtig. Wäre, aber man kann auch mehr erreichen, weil da oben ich, naja, ich in den Wald komme ich, aber schauen wir mal. Schauen wir mal, ob die anderen einen Fehler machen. Bin ein Scout. Ja, die werden wahrscheinlich, irgendeiner wird oben auf A1 stehen. Ja, ich meine, eigentlich wäre es unsere Aufgabe, den Punkt einzunehmen, weil wir sind im Vorteil. Die müssen den Wald einnehmen. Ja gut, dann. Und den Hügel drüben. Also eigentlich sozusagen. Wirkungstreffer! Geklärt. Komm mit vor uns. Ja, ich hab's. Komm nicht mehr ran. Nein, ich auch nicht. Ich muss wegfahren. Von der Seite. Ja, also bald. Also eigentlich hätten wir gleich aggressiv fahren müssen auf die A-Linie. Auf die, ja, auf die A-Linie. Das ist unser Positionsvorteil. Kommt. Der müsste ja gleich tot sein. Da links stehen noch lauter CDs. Ja. Ist tot. So ist auch gleich tot von uns. Aber da drüben, T34. Kommt da jemand? Kommst du ran? Ja. Tot. Ja, die ISO ist tot. Maas, deppert. Tja. Also allein kann ich nicht vorpushen. Was hat denn dich aus dem Wald raus getroffen? Weißt du das? Ja, das weiß ich, der T26E4. Und der war circa auf Emil 8. Das Problem ist, wir fahren halt jetzt schon zu spät vor. Ja, warte, ich komm. Komm mit. Kann das sein, dass du nicht von rechts beschossen wirst? Kann sein, ja. Ich halte es für ganz gut eigentlich.
Ich kapiere es nicht. Ich kapiere es nicht. Hätte wieder funktionstüchtig. Los geht's. Das gibt's ja nicht. Oh, ich hätte nicht reparieren sollen. Ich bin ein Idiot. Muss es. Ich fahre hier rechts, weil es hat ja keinen Sinn, die Frontal zu nehmen. Hier schauen. Ja, aber rechts kriegst du es vom Wald. Das ist das Problem. Naja, da sind viele Häuser. Ich stimme dich. Ich treffe auch nicht mit der Scheißkiste heute. Ich weiß nicht, was los ist. Wahrscheinlich wissen die, dass ich das brauche. Deswegen gibt's. Wir haben es falsch. Wir haben es definitiv falsch gespielt. Also. Von hinten? Shit! Waffenträger von hinten. Kette wurde getroffen! Sie kann jeden Moment reißen! Verdammt nochmal! Wenn dann an die rote Linie fahren rüber. Dann kriegt mich die Arti, hier kriegt mich die Arti nicht. Wieso kriegt die Arti hier nicht? Weil ich hinten am Berg stehe. Ist zerstört. Wir sitzen fest. Hängt von der Affe durch ihre Panzerung. Gegner brennt. Sie haben uns. Raus. Quack. Ja, nein, das ist. Das haben sie nicht ganz gecheckt, wie sie diese neue Positionen gemacht haben beim letzten Patch. Wenn wir hier im Süden sind, müssen wir sofort rauf auf die A-Linie. Das ist unsere Position. Ich spiele mal, ich muss mal die Hellcat spielen, ich komme sonst nicht weiter, Mike. Okay. Muss ich dann M103 allein spielen lassen. Laluf.
kenne das nicht. Microphone muted. Microphone activated. Was ist los? Oh, ich hatte ein cooles Gefecht mit E25 gehabt. Der hat mich nicht gesehen. Ich bin voll hinten reingefahren, volle Bulle. Habe den runtergeschossen. Ich liebe Rahmen. Aber Kaut nicht mit der Hellcat. So nein, mit, auf geht's! Nein, mit Kaut natürlich. Man muss das Spiel auch so spielen, das Spaß macht. Wenn das so einfach wäre, ja. Ja, ist nicht die. Oh, das ist jetzt ein Blend-Mod hier. Ja, jetzt sehe ich. Ich merke schon kein Fleisch. Meine Güte. Ist hinter mir irgendwas ein KV-3. Der wird wohl AFK sein. Auf den kann ich mich nicht verlassen. IS6, na super. Eine Arti. Wirkungstreffer! Die Fahrt ist geliefert, die Steuerung reagiert nicht mehr! Der schießt gleich mit APC, der Typ. Ich werd wahnsinnig.
Geht da mal jemand zu unserem Cap, bitte? Okay. Simon? Simonovic? Ja, geschafft schon, aber du hattest recht. Also 60 Mal und jetzt muss ich den erst abschließen. Das entspricht aber dann nicht einmal dem, was... Bestreite ein Zufalls- oder Teamgefecht. Also ich muss jetzt nicht mal mehr gewinnen oder sowas, sondern ich muss jetzt einfach nur... Nächsten, den du nimmst, der kriegt's. Genau. Egal, was du machst. Genau. Das entspricht aber nicht mal dann eigentlich der Beschreibung von, weil ich hab's jetzt auch gelesen. Ja. Dort steht drin, das 60. Gefecht, so wie du es vorgelesen hast, gewinnt. Genau. Aber ich hätte es auch so gemeint, weil es ist eine Bedingung dafür, dass die andere gilt und die andere gilt erst sozusagen dann beim nächsten Mal, ne? Ich meine, so würde ich mir Requirement. Naja. Gut, jetzt kann ich den T nochmal fahren, den T103, den M103. Das sag ich echt. Nochmal eine Stunde. Fuck. Mittlerweile hast du schon 70.000 gemacht mit dem. Ja, wahrscheinlich. Das ist jetzt ein bisschen frustrierend. Oh Mann. Hast du eigentlich irgendwie so eine Mission abgeschlossen? Die Mission der Alliierten zum Beispiel mit zerstören sie japanische Fahrzeuge? Null. Nein, ich habe kein einziges fucking japanisches Fahrzeug gesehen oder zerstört. War nicht keins unterwegs. Eins, nein. Die trauen sich alle nicht raus, glaube ich. Ich habe geschaut am Schluss dann. Ja, das war ein Witz. Das hätten sie kompensieren müssen. So, jetzt muss ich den nochmal fahren. Ey, fuck. Ja gut, aber du musst nicht gewinnen oder was. Also nee, ich muss ihn einfach nur... Ich kann ja, aber merk dir, was du für Finger hast. Kann ihn ins Gefecht stellen, AFK gehen und mit dem nächsten fahren. Oder was? Theoretisch. Aber merk dir vielleicht, was du für... Oder schau auf die Skills. Hast du Mentor drauf? Ich habe Mentor zu 63%. Das heißt, ich krieg 6,3% mehr oder 6% mehr. Das war die Frage, ob das auch wirklich zählt. Oder? Ja, aber wie soll ich das rausfinden? Ja, stimmt. Das ist zu kompliziert. Also ich müsste... Musst du viel rechnen. Ja. Nee, also dann fahre ich den jetzt nochmal und dann schauen wir weiter. Ja, aber merkt ihr oder schau, ob du dich wirklich kriegst. Ich bin gespannt. Ich habe ja jetzt, ich hab's ja im Stream, da sehe ich ja meine Punkte. Also meine Prozentpunkte. Nein, kriegst du sie, ja. So, M103, ich fahre. Okay. Fjorde, 40%. Anstrengen. Oh.
cool, nicht gesehen. Ha! Oh, ich liebe meine. Also die Hellkette ist schon cool. Mit der Mannschaft. 0K Battles und ein IS-3, okay? Jetzt kommt so ein geschissener Fokker 30 hier mit Heck hinter mir. Der hat sicher nur Camouflage. Mann! Das war wieder ein Spaß. Was machen die jetzt hier? T34, ich weiß, dass du Salz kaufen willst, aber ich will auch was machen. Ja, auf mich geschossen. Jetzt scrapen hier drei Panzer nacheinander Zeit. Es ist geil. Es ist, ich komm, und der T34 hat nichts Besseres als wirklich, der fährt mir ständig vor die. Mann, ich komme an dem Typen nicht vorbei. Ich werd wahnsinnig. 1:5. Na wunderbar. Nee, hier sind mir zu viel. Die brechen jetzt eh durch die Mitte durch. Passt. Ich fahr zurück. Das sind 4 Panzer. Kann ich nichts machen. Gehen wir uns nur im Weg um. Die S3 kommt hinten rum. Jagdpanther, okay. Ich werde wahnsinnig. Ich komme auch nicht mehr rechtzeitig in Position in irgendeine gute Scheiße. Ja gut. Was ist denn da aus? APCA spielt er, ja, komm, leck mich doch. Wir sind bewegungsunfähig. Abpraller! Jagdpanther ist vor. Weiter geht's. Wir sind bewegungsunfähig. Sonst kann ich auch. Das war's für uns. Los hier. Keine Chance. Chance gehabt, fuck doch mal echt, ey. Ja, so ein Spezialteam erwischt. Und die haben nur mit Premium-Munition geschossen. Also ich bin wirklich kein Mensch, der Premium-Munition verurteilt, aber nur ist scheiße. Thank you.
So, 75.000 Besatzungserfahrung. Ja. Schon erledigt? Ja, es ist wirklich nur reine Besatzungserfahrung. Hat sich ausgezahlt? Ja gut, es sind 75.000. Ich bin, was habe ich vorher gehabt? Ich glaube 64% auf dem zweiten Skill vom Kommandanten. Jetzt habe ich 78%. Also es bringt schon was. Aber okay, naja. Ja, ich hatte mir echt erhofft, dass das auch Panzererfahrung ist, aber ist es nicht. Also finde ich es ein bisschen doof eigentlich. Mir auch schon ein paar Mal passiert, dass ich geglaubt habe, nein, oder was ganz was anderes. So, was ist denn das Paket bekommen? Nun gut, dann werde ich mal eine kleine Pause einlegen, eine etwas längere vielleicht auch, weil ich noch meine anderen Videos alles fertig klar machen muss. Vielleicht bis heute Abend oder bis heute Nachmittag. Alles klar, Mensch. Dann ciao. Bis später. Ciao. Tschüss.